ein Designer, sobald er einen Stift in der Hand hat, ist auf Arbeit oder in seinem Traumberuf. Wir zeichnen eigentlich immer. Das ist die schnellste Art, die Gedanken auszudrücken. Am besten sind immer Sportwagen, weil die besseren Proportionen haben. Sie sind niedrig, sie sind breit. Ja, sie sehen einfach gut aus. Der Audi Sport Quattro Concept war ein Projekt, das hier im Audi-Studio München seinen Anfang genommen hat. Task war ganz klar, wir wollen den ursprünglichen Audi Sport Quattro neu interpretieren und haben natürlich angefangen mit dem alten, also haben uns den angeschaut und trotzdem relativ frei die Gene, die dieses Fahrzeug hat, in die moderne Zeit übertragen. Und für diesen Auftrag entwarfen die Designer dann mehrere Vorschläge. Für uns war es, glaube ich, ganz wichtig von Beginn an, was ist die Sportlichkeit von einem Quattro? Es ist ja 30 Jahre, hat ja eine Geschichte. Es ist immer schwierig, ein neues Auto mit einem alten zu vergleichen, weil beispielsweise Technologie und Sicherheit heute völlig anders sind als vor 20 Jahren. Audi steht für eine 100-jährige Geschichte. Wir können auf viel zurückgreifen, was man für die Zukunft modern interpretieren kann. Zum Beispiel die Konstruktion der Blisterlinien. Der Unterschied ist, dass das hier die moderne Interpretation ist. Die ist viel fließender als die klassische Variante. Und Aufgabe der Designer ist, herauszufinden, wie sich die Ideen, die man in 2D hatte, realisieren und in eine lebensgroße 3D-Skulptur übersetzen lassen. Gutes Aussehen reicht nicht. Es muss auch funktionieren. Das ist die große Aufgabe. Das Produkt ist ja später ein dreidimensionales. Und da kommt die Skizze automatisch irgendwann an die Grenze. Und dann gehen wir wirklich sehr schnell ins Dreidimensionale. Und wir bauen am Computer Modelle auf, die wir fräsen. Und zwar in Clay, das ist ein Industrieplastilin, in dem man wirklich die Skulptur von Hand erarbeiten kann. Und sehr früh erlebbar macht. Und dann arbeiten wir mit einer Gruppe von Modellbauern am Auto. Design ist bei aller Perfektion und Computerarbeit immer noch Handarbeit, weil nur mit der kommt die Perfektion, das Herzblut rüber ins Modell. Das Clay-Modell ist wirklich gut, um die Proportionen im Detail zu sehen. Da arbeitet man sich immer tiefer in das Auto hinein. Wenn es uns gefällt, ist es gut. Wenn es uns nicht gefällt, arbeiten wir mit der Hand die Feinheiten heraus. Weil dieser letzte Schliff der menschlichen Hand sehr wichtig ist. Es ist wirklich aufregend, das ist das Schönste an unserem Job. Das Baby ist da und man kann praktisch zusehen, wie es wächst. Das ist wirklich ein toller Prozess. Das Band ist für Änderungen, für die Form. Das geht nämlich am schnellsten. Mit dem weißen Band simulieren wir an bestimmten Stellen Tiefe. Das ist nicht richtig dreidimensional, aber man sieht aus der Ferne wirklich die Proportionen. Dieses Auto, das ist Leidenschaft. Und wenn sich jemand ein Auto kauft, dann weil er es unbedingt will. Wir hatten zwei verschiedene Vorgaben, aber sie waren sehr ähnlich. Und diese beiden wurden praktisch halb und halb gefräst. Diese beiden Entwürfe wurden sozusagen für lebensgroße Modelle ausgewählt. Dann wurden diese Modelle gescannt, wir haben die Fahrzeugoberfläche, die CAD-Version des Modells geschaffen und die gefräst.
für Designer? Bei so einem Traumprojekt gehe ich sowas an, indem ich Fragen stelle. Wie bringe ich den Spirit des Exterior-Designs ins Interior-Design? Von Architektur aus, wir sind sehr horizontal, haben auch diese Analogie immer wieder zum Flugzeugflügel. Und wie die Schalltafel an sich gestaltet ist, die Linien sind sehr straff und zeigen alle zum Fahrer hin, beziehungsweise zum Lenkrad hin, was auch das wichtigste Element bei so einem sportlichen Fahrzeug ist. Also die Architekturgeste wird aufgenommen und vom Lenkrad hin schwingt das ganze Element vor zum Fahrer auf eine gerade Linie, wo die ganzen Informationsflüsse auf die Straße gesetzt werden. Und das ist im Prinzip genau der Bereich, wo Interface anfängt. Und für uns ist sofort die Frage, was ist in dem Fahrzeug Vorsprung durch Technik? Als zentrales Element haben wir hier einen Modus dargestellt, der den Drehzahlmesser zeigt, der sehr relevant für den Fahrer in dem Augenblick ist. Aber diese zentrale Tube kann nach rechts und links ausweichen und bietet im Grunde dem Fahrer plötzlich ein anderes Darstellungsfeld mit anderen zusätzlichen Informationen. Es sind auch neuartige Techniken und Technologien, die man im Grunde genommen noch sehr lange ausreizen kann. Interior Design ist Teamarbeit. Wir arbeiten zusammen mit dem Exterior, aber auch ganz eng mit den Kollegen von Color & Trim. Beim Interieur wollte man wirklich einen Raum schaffen, den wirklich ganz, ganz, ganz subtil unterstreichen in feinen Nuancen von Schiefergrautönen, die wir dann auch noch mal gebrochen haben durch das Perforieren vom Leder. Das Schöne ist, im ganzen Team Ledersucht lässt sich inspirieren und wir schaffen immer wieder so einen Fundus an Materialien, die dann einen kreativen Prozess in uns in Gang setzen. Als Designer laufen wir durch die Welt und schauen überall hin, alle Strukturen, alle Farben und sogar auch verschiedene Umwelteinflüsse oder verschiedene Stimmungen, wie in einer Großstadt. Ich mag modernes Design, Motorräder, Technologie und zum Beispiel das Material. Oder mir gefällt ein Stück Holz in der Wandverkleidung. Oder ich gehe durch den Wald und sehe plötzlich wirklich ein Stück Rinde, die mich inspiriert. Ja, also alles, was wir sehen, inspiriert uns. Aber wir arbeiten ja an einem Fahrzeug. Das heißt, am Ende muss das gesamte Konzept stimmen und stimmig sein. Bei dem Prozess, den wir durchlaufen, geht es nicht nur um das Design. Gleichzeitig entwickeln wir das Auto. Wir sind auch auf der technischen Seite stark involviert. Wir haben das Licht konstruiert mit dem Voll-LED-Prinzip. Es ist für uns ganz wichtig, das Ultra-Prinzip aber von das Auto und von Audi weiter zu fortsetzen. Und da haben wir viele Teile reduziert. Was wir mit dem Matrix erzeugen, auch wichtig, dass wir könnten dieses Thema dynamisches Licht erweitern. Wir haben ein dynamisches Tagfahrlicht, aber sogar ein dynamisches Blinker vorne. Aber alles das ohne Zusatzgewicht ist alles Elektronik gesteuert. Wenn die Bauteile zusammentreffen, dann ist es wie eine Magie, die das Fahrzeug umgibt. Da sieht man die Arbeit vom gesamten Team. Wir arbeiten immer mit einem großen Team, nicht für uns allein. CAD-Modellbauer, Clay-Modellbauer, Ingenieure, alle sind dabei. Das ist sehr intensiv, diese Leidenschaft für Autos. Das ist eine andere Seite der Konstruktion. Es ist fantastisch. Und wenn es in der Öffentlichkeit vorgestellt wird, ist das ein sehr aufregender Augenblick. Meine Damen und Herren, wer Augen zum Leuchten bringt, dem gehört die Zukunft. Vor 30 Jahren war es unser Audi Sport Quattro, der die Augen
zum Leuchten brachte. Quattro ist Audi und Audi ist Quattro. Okay, jetzt ist es fertig. Jetzt sehen wir es zum ersten Mal, was wir so im Kopf oder auf dem Tisch erarbeitet haben. Es ist interessant für unsere Inspiration, weil wir Rückmeldung erhalten, wie unsere Arbeit wahrgenommen wird. Das ist für mich einfach wunderbar. Ich freue mich wirklich, das Auto zu sehen, weil das Auto so fantastisch aussieht und die Leute damit zufrieden sind. Ich glaube, mehr kann man nicht verlangen. Der Sport Quattro, der wird wohl immer Maßstäbe setzen. Der ist eine Ikone, die man immer im Blick haben muss.